Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video der Interessengemeinschaft Elektromobilität Berlin-Brandenburg. Mein Name ist Steve und mein typischer Satz, wenn ihr den Kanal abonniert habt, dann wisst ihr das bereits. Ich bin heute von Berlin auf dem Weg nach Landau, für die, die nicht wissen, wo das ist in der Nähe von Kassel. Beruflicher Natur bin ich da unterwegs und natürlich bin ich da rein elektrisch unterwegs mit meinem Ioniq. Warum mache ich das? Das soll kein klassischer Roadtrip werden, das nur vorweg, sondern ich möchte auch mal gerne wieder ein bisschen gute Stimmung verbreiten, da ich ja in letzter Zeit doch sehr auf die E-Mobilität und den Ist-Zustand bei der Ladeinfrastruktur eingedroschen habe. Und so möchte ich euch doch ganz gerne einen Überblick verschaffen, wie so meine täglichen Fahrten sind. Warum soll es kein klassischer Roadtrip werden? Naja, weil auf diesem Roadtrip nun mal Sachen besprochen werden sollen, wie beispielsweise, ich möchte euch erzählen, wie bin ich überhaupt zur Elektromobilität gekommen? Warum fahre ich einen Ioniq, wenn ich doch offensichtlich knapp 40.000 Kilometer im Jahr schruppe? Warum fahre ich da nicht einen Tesla? Warum fahre ich überhaupt so viele Kilometer? Wie stehe ich zur E-Mobilität? Obwohl ich ja auch in dem einen oder anderen Video, und ich werde es mal hier verlinken, über die aktuelle Ist-Situation der Ladeinfrastruktur dann doch nicht positiv berichte. Das wird alles in diesem Video behandelt und ich wünsche euch viel Spaß. Ich stehe jetzt gerade Kronprinzessinnenweg an einem E.ON Triple Charger, denn ich bin gerade mit fast leerem Akku zu Hause losgefahren. Ich habe das Kind der Schwiegermutter entgegengeworfen und bin jetzt auf dem Weg. Es ist 16.15 Uhr. Lade jetzt hier mal voll, damit ich durch Dunkeldeutschland, wie ich es immer so schön nenne, durchkomme. Nein, damit ich halt eben möglichst weit aus Berlin raus schaffe. Man schafft es auch ganz gut, aber ich muss sagen, die letzten 100 Kilometer bis Berlin, die sind eigentlich in jede Himmelsrichtung. Da könnte noch ein bisschen was kommen. Aber darum soll es heute ja nicht gehen, sondern es soll darum gehen, wie bin ich zur E-Mobilität gekommen. Und in dem einen oder anderen Video habe ich es vielleicht schon mal angeschnitten. Und wer mich kennt, der weiß es. Ich muss ein bisschen weiter ausholen. Und ich habe einen 13 Jahre alten Benziner gefahren, Opel Signum. Schönes Teil, tiefer, breiter, dunkler. Und dann kam halt die Hiobsbotschaft, dass man gesagt hat, okay, bis der TÜV euch scheidet. Und es war klar, dass in einem halben, dreiviertel Jahr wäre TÜV dran gewesen und dann hätte es mindestens 3.000 Euro, wenn nicht sogar mehr, gekostet, den Wagen wieder fit zu bekommen. Da waren so einige Sachen, da waren Lager ausgeschlagen, da waren der Auspuff durchgerostet, dann war vorne am Krümmer was, dann hat er, dann hat er irgendwie was mit der Lichtmaschine gehabt. Also da waren viele, viele, viele Punkte, die das einfach haben extrem teuer werden lassen. Das war mir aber auch klar, denn das Auto selber war von Anfang an so ein Problemauto. Kennt ihr so Autos, die halt immer wieder irgendwas Kleines haben? Zur E-Mobilität kam ich eigentlich über einen Umweg. Und zwar habe ich es ja in dem einen oder anderen Video vielleicht schon mal erwähnt. Ich bin Koch von Beruf und habe zu dem Zeitpunkt im Tropical Islands gearbeitet und mitten in Berlin gewohnt. Wer es nicht kennt, das ist so ungefähr 76 Kilometer südlich von Berlin. Das heißt also, ich hatte einen Arbeitsweg von gut 150, 160 Kilometer jeden Tag Pendelstrecke. Also schaute man sich nach einem neuen Auto um. Zum gleichen Zeitpunkt war aber auch der Abgasskandal gerade auf seinem Siedepunkt. Und ich muss dazu sagen, die Entscheidung für ein Elektroauto war bei uns nicht ökologischer Natur, sondern die Entscheidung für ein Elektroauto lag bei uns wirklich rein wirtschaftlicher Natur, weil wir gesagt haben, okay, ich möchte ein Auto haben, mit dem ich noch sicher in die Stadt reinkomme,
weil ich muss da halt hin. Na, ich muss da zur Arbeit. Bahn war keine Alternative, weil in der Gastronomie wird es halt abends doch mal gerne länger und dann fuhr die letzte Bahn nicht mehr und brauche ich euch nie erzählen. Auf jeden Fall umgeguckt. Benziner, naja, wirst du vom Verbrauch her arm. So, zu teuer für so eine Pendelstrecke jeden Tag. Diesel, naja, der Inbegriff des Abgasskandals. Sollte man sich das jetzt holen? Denn ihr braucht einen Diesel sicherlich nicht, weil mit dem kommst du bestimmt nicht bald nicht mehr in die Stadt rein. Einen neuen Diesel, naja, hast du vielleicht 2 Jahre, vielleicht 3 Jahre Ruhe, aber realistisch betrachtet, und das war keine pessimistische Rechnung von mir, sondern da haben wir einfach gesagt, realistisch betrachtet, werden die da ja nicht Schluss machen. Oder wer weiß, dann kommt der nächste Beschiss raus. Also fiel der Diesel auch raus. Gas? Gasfahrzeug fiel gänzlich raus, weil meine Frau irgendwann mal so einen Bericht gesehen hat über so ein schlecht nachgerüstetes Gasfahrzeug. Und da war es dann so, dass das Ding explodiert ist an der Tanke. Und wenn die Regierung sagt, Gas ist nicht, dann ist Gas nicht. Ne? So, und nun stand da halt also diese Pendelstrecke zwischen mir und meinem neuen Auto. Also war ja klar, muss ein Fahrzeug sein, was auf jeden Fall zu jeder Tages- und Nachtzeit am besten die 160 Kilometer schafft. So, und so habe ich mich dann halt eben für einen elektrischen Ioniq entschieden, weil ich mir gesagt habe, okay, damit kannst du einfach auf lange Sicht sicher in die Stadt reinfahren und die E-Mobilität, was ich so gelesen habe, funktioniert ja, ist ja alles da. Ne? Warum soll es auch nicht funktionieren? So wie jetzt, bin ich ja auch gerade auf dem Weg nach Kassel. Ja, und so komme ich halt eben darauf, dass ich sage, im Prinzip muss ich ja jedem Verbrennerfahrer oder jedem Skeptiker der E-Mobilität eigentlich überhaupt erstmal dankbar sein. Denn je mehr Gegenfeuer die mir gegeben haben, desto mehr habe ich mich mit dem Thema auseinandergesetzt und habe mir das mal genauer angeschaut. Ich wollte es dann halt eben genau wissen und sah mich halt in sämtlichen seriösen, das ist halt immer wichtig, in sämtlichen seriösen Quellen, die ich so finden konnte, die ich aufsaugen konnte, fand ich mich halt bestätigt. Und nun stand ich da mit meinem Elektroauto, für den ich keine Werbung gemacht habe und war trotzdem so ein bisschen in der Randgesellschaft. Ich will jetzt nicht Mimimi machen und ich will jetzt nicht in den Arm genommen werden, um Gottes Willen, aber natürlich sucht man sich dann Gleichgesinnte. Man sucht Leute, die so denken wie einer selbst. Ne? Auch, nicht zuletzt auch, weil man ja vielleicht dann nochmal eine Frage hat, die man so nicht beantwortet findet und sich ganz gerne austauschen möchte mit Leuten. Gleiches ist es ja, wenn du in irgendeinem Tuning-Club bist oder wenn man in irgendeinem BMW, Opel, VW oder was auch immer Verein ist. Dann ist ja immer noch die Frage, ich habe gerade ja gesagt, dass ich 9 Kilometer entfernt von der Arbeit wohne. Wie komme ich jetzt auf 40.000 Kilometer? Na, das liegt daran, dass mein Hauptarbeitssitz natürlich ein Büro ist, das in der Berliner Innenstadt ist, aber ich habe einen nationalen Job, der es auch mal verlangt, dass ich nach München, nach Kassel, nach Hamburg, wo auch immer hin, in Deutschland muss. Und das spule ich mit dem Privatwagen ab. Das kann ich abrechnen, das ist ganz gut. Aber ich muss ehrlich zugeben, hätte ich diesen Job vorher gehabt, hätte ich es mir wahrscheinlich überlegt, ein Elektroauto zu kaufen. Ganz im Ernst. Und da kann ich viele, viele Leute verstehen, die da immer noch hadern. Aber ich genieße das elektrische Fahren. Ich finde es geil. Es ist mega entspannt. Es ist durchzugsstark. Es macht einfach so viel Laune. Und ja, der Ioniq, okay, dann mache ich halt mal eine Pause mehr.
und allen, die dieses Video sehen und der Meinung sind, den haue ich jetzt so richtig fieses Kommentar drunter oder irgend so eine 50 mal widerlegte Behauptung von Kinderarbeit und was weiß ich nicht alles, dem sei gesagt, wenn es ein dummer Kommentar ist, kriegst du einen dummen Kommentar zurück. Und wenn er angreifend, verletzend, diffamierend oder unwahr ist, dann wird er halt einfach gelöscht. Ne? In diesem Sinne, ich sag tschüss und würde mich freuen, wenn ihr bald wieder einschaltet.